Es sind schon 30 Minuten, also... Ist das ein Curlier? Ich glaube, das ist ein Curlier, oder? Interessant. Wollte ich mir gerade ernsthaft sagen, ihr habt das Geld auch nicht aufgenommen? Ja doch, Pika, denkt dran. Das ist gut. Ach nö, jetzt ist wieder... Jetzt ist wieder Hagel. Och nee. Warum müsst ihr Hagel machen? Was ist das für eine Brille? Röntgenbrille ist eigentlich ganz gut. Aber ich kann es nicht tragen, deshalb lasse ich es leider. Ja, okay, das lasse ich mal auch. Ich kann mir eh nicht mitnehmen. Was ist das für eine Beere? Paralyse. Ja, werden wir nicht gebrauchen. Die Musik ist toll. Hab ich das schon mal gesagt? Oh, nein, dann jetzt. Wen gebe ich's? Ich geb's mal. Na, ich geb's mit dir. Ach so, eine Tacke. Ja, dann. Dann Pika. Er hat die stärkere Attacke. I'm sorry. So, ich gehe erstmal nach oben und dann nach unten. Irgendwie das Gefühl, dass oben die Treppe sein wird. Okay, nein, habe ich nicht, aber mal schauen. Wer kämpfen da jetzt? Irgendwer ist gestorben. Weberer, kein bist halt tot, mir egal. Vipitis. Was macht Vipitis an so einem Ort? Naja, egal. Bam. Da gehst du down und lässt mich in Ruhe. Dumm, dumm, dumm. Na komm, beweg dich halt. Weißt du, manchmal hatte ich halt gedrückt. Und dann ist halt irgendwer am Angreifen, was auch immer. Und dann checkt er gar nicht, dass ich gedrückt gehalten habe. Okay, jetzt wird's Zeit. Jetzt hat jeder Hunger. Jetzt muss ich meinen letzten Apfel essen. Aber ganz ehrlich, ist egal. Wir sind nämlich ganz am Ende vom Dungeon. So wie auch einfach durch die Wände gehen. Bam, bam, bam. Ach komm, lass das Ding einfach in Ruhe. Ist doch egal. Hat es eine Beere gehabt? Wow. Wunschtraum. In der nächsten Runde geht der Wunsch des Pokémon in Erfüllung. Seine KP sowie die Mitschreiter, die KP der Mitschreiter in seiner Umgebung werden aufgefüllt. Das ist nice. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wunschtraum ist... Hey, lol. Für alle? Wie viele AP hat denn das? Die Attacke ist ja richtig OP. Wenn das nur 5 AP hat, dann ist gut. Aber sonst wäre er mega OP. Das ist ja wie Milchgetränkfähigkeit. So Leute, wir sind fast am Ziel. Mach ich so direkt das Ende. Ist das eine Röntgenbrille? Haben wir schon aufgenommen? Ah, wir haben schon aufgenommen. Was war denn das jetzt? Moment, was habe ich denn aufgenommen? Ah, ist das Ende. Alles klar. Ja, Röntgenbrille. Alles klar. So. Jetzt werden wir uns auffrischen. Top Elixier. Bitte, Top Elixier. Ne, ich gebe mir einen Top-Ether. Zack. Zack. Am besten nochmal ganz kurz alle heilen. Also ich bin schon mal geheilt. Ach, es ist Hagel hier, deshalb können wir uns nicht heilen. Warte, dann. Lass mich hier kurz durch. Zack. Bevor ich reingehe, dann einfach, da möchte ich jetzt schon Siedelbeeren geben. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir gehen einfach rein. Let's go. Jo, sieht das geil aus. Ah, wer ist da? Verstehe, ich soll die Terms zurückgeben. Aber niemand kann mich aufhalten. Ich bin das Eon-Pokémon Nachos. Wer seine Terms wirklich zurückhaben will, muss schon gegen mich kämpfen. Das machen wir doch gerne. Aber bevor wir kämpfen, Erkenntnis Samen. Mega Visaflor. Das Pokémon hat seine Erkenntnis in Stärke geworden. Verlinkte Attacken werden garantiert zu Volltreffern und richten auch Schaden an, wenn sie durch eine Fähigkeit und die Wechselwirkung zwischen den Typen im Nachteil wären. Manche Pokémon führen zudem eine Mega-Entwicklung aus, so wie wir. Du, oh nice, ist verwirrt. Jetzt nicht mehr, leider.
Oh Gott, Heilblockade, das ist echt nicht gut. Heilblockade ist eine richtig gute Attacke für Bossgegner. Aber guckt euch mein Porträt an, sieht das nicht geil aus? Warte, wer macht denn hier effektiv Damage? Ah, hier Ampelleuchte, geil. Was setzen wir ein? Wisst ihr was? Ich glaube, ich setze Tempo Orb ein. Ding, ding, ding. Auch wenn wir. Was? Achso. Jetzt vergiss. Ja, Schlammbad. Macht am meisten Damage. Ja, 100. Bam! 69! Bam! 72! Aber wisst ihr, warum ich so viel Damage mache? Weil ich eine Mega-Entwicklung habe! Und Mega Bisaflor ist eins der stärksten Pflanzen-Pokémon, die es gibt. Besser als jedes Pflanzen. Gibt es Pflanzen-Legis überhaupt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Selbst wenn. Stärker als jedes Pflanzen-Legis ist das Ding. Also, das Ding kann ja gerade gar nichts machen. Das wird ja richtig von uns vermöbelt. Yo! Bitte, bitte, ich muss weg. Ich muss unbedingt. Es gibt einen Ort, an den ich unbedingt muss. Wenn ich mich nicht beeile, wird meine kleine Schwester. Seine kleine Schwester? Mike Mega entwickelt hat den Dungeon Nordkette mit Bravour gemeistert. Seine kleine Schwester? Was hat das denn zu bedeuten? Das werden wir gleich erfahren. Ich muss nur ganz viel A-Spam. Da, er wacht auf. Wo bin ich? Das hier ist der Pokémon-Platz. Da hast du in der Nordkette das Bewusstsein verloren. Da haben wir dich mitgenommen. Du Schuft, wie kannst du es wagen, meine erlesene Auswahl an Produkten zu stehlen? Du kannst was erleben! Immer mit der Ruhe. Hinter der Sache scheint mehr zu stecken. Wir sollten ihm zumindest die Chance geben, sich zu erklären. Stimmt. Ich muss ganz dringend zu meiner Schwester. Oh, das tut so weh, Alter. Ich hab mich so vermöbelt, Mann. Mit dieser Verletzung kannst du jetzt nicht fliegen. Erklär uns doch lieber erst einmal, was hier vor sich geht. Ich habe eine jüngere Schwester. Sie heißt Latias. Latias ist irgendwo über dem Grubeltal abgestürzt. Was? Über dem Grubeltal? Das Grubeltal? Was ist das für ein Ort? Es befindet sich in der Nähe der Nordkette. Es heißt, dass jene, die in die Tiefen des Grubentals fallen, nie wieder zurückkehren. Latias und ich flogen gemeinsam über die Nordkette. Plötzlich wurden sie am Flügel getroffen, wahrscheinlich von einem Meteoriten. Ihr Flügel wurde verletzt und Latias stürzte daraufhin ins Grubental. Ein Meteorit? Mike, mein Porträt fehlt und meinst du, das war ein Stück von dem zerstörten Meteoriten? Daran habe ich auch gedacht. Ich bin sofort zum Grubental gedüst, um meine Schwester zu retten, aber ich kam kaum voran. Auf diese Aufgabe war ich nicht vorbereitet. Das brachte dich also dazu, die TMs zu stehlen. Ja, ich wollte auch alles wieder gut machen, sobald meine Schwester gerettet ist. Aber das ist natürlich kein Grund, einfach eure Sachen zu klauen. Es tut mir wirklich leid. Aber, das macht doch nichts. Nichts im Geringsten. Glaube ich ihm nicht. Du hattest schließlich deine Gründe. Aber selbst wenn du in die Tiefen des Grubentals vordringen solltest, was erhoffst du dir davon? Dort findest du nur gehende Leere. Da wartet auf das nichts auf dich. Du wirst ewig ziellos umherwandern. Ohne Rast. Ohne Hoch und ohne Tief. Und was dann? Es ist so viel Zeit vergangen, seit meine Schwester abgestürzt ist. Seitdem hart sie Mutterseelen allein dort unten an. Auch wenn ich selbst nicht mehr von dort herauskomme. Immerhin hätten wir zwei dann wenigstens noch uns. Latias wäre dann nicht mehr so allein. Was für ein Unsinn. Denkst du wirklich, dass Latias das wollen würde?
Aber von diesem Ort gibt es keinen Kommen, habe ich recht? Ich weiß nicht, wie man da eine Rettung durchführen könnte. Es gäbe da schon eine Möglichkeit. Eine einzige. Ja? Welche denn? Was ihr dazu braucht, findet sich bereits in eurem Besitz. Das Teleport-Juwel. Verwendet es. Das Teleport-Juwel? Das, mit dem wir zu Rayquaza gelangt sind? Ganz richtig. Verwendet das Teleport-Juwel in den Tiefen des Grubentals. Dann können wir zusammen mit Latias von dort verschwinden. Stimmt! Mike, diesen Rettungsauftrag können nur wir zwei durchführen. Holen wir Latias da raus. Das Grubental steht jetzt offen. Am nächsten Morgen. Ich habe mich jetzt random dazu entschieden, wahrscheinlich jetzt die Folge zu splitten. Vielleicht splitte ich sie auch nicht. Falls ich sie splitte, dann geht es weiter für euch. Wenn nicht, dann... Oh, welcome back. Klonk, wir haben eine neue Nachricht bekommen. Was haben wir denn bekommen? Ah, nichts Besonderes. Wir kriegen ja keine Zeitungen mehr. Warum auch immer. Und ich habe mich geirrt. Nach Latios kommt noch Latias. Wahrscheinlich müssen wir die auch noch besiegen. Bin mir nicht sicher. Nein, sortieren. Ich hätte gern einen Erkenntnissamen. Denn ich denke mal, wir werden noch kämpfen. Falls nicht, dann halt nicht. Aber ich denke mal schon. Was nehmen wir noch mit? Wir haben tatsächlich Latios gar nicht freigeschaltet. Vielleicht schalten wir ihn erst frei, wenn wir Latios retten? Mal sehen. Mal schauen. Aber ich brauche halt wirklich gar nichts hier. Top-Elixiere würde ich zwei noch mitnehmen. Ansonsten lagere ich eine Einladung weg. Weil ich habe zwei Stück. Junge, ich brauche nicht zwei Einladungen. Okay? So, mehr brauche ich, glaube ich, nicht. Müsste so passen. Ach, warte. Deluxe Band und Röntgenbrille. Will ich noch wegflühen. Die brauche ich jetzt auch nicht. Deshalb pack sie mal weg. Dankeschön. So. Jetzt müsste alles eigentlich passen, ne? Bitte. Inventar. Danke. Oh Mann. Machen wir uns doch direkt auf den Weg. Grubental. Ich würde sagen, wir machen Grubental erstmal. Geht genauso lang. Und direkt danach machen wir dann das Feuerfeld. Also zumindest, wenn die Mission zu Ende ist. Also ihr seht Drachenhöhe und Südhöhle. Wir sind beide ziemlich lang, vor allem Südhöhle. Ich würde sagen, Drachenhöhe machen wir erst, wenn wir diese Quest durch haben. Und dann Südhöhe auch. Oh Gott, die Tiefenruine. Irgendwann werde ich sie auch noch machen. Wahrscheinlich ganz am Ende des Let's Plays. Also wundert euch nicht, wenn ich das noch nicht habe. Denn ihr seht, 99 Ebenen. Das kann ein Stück dauern. Das kann ein langes Stückchen dauern, Leute. So. Auf zum Grubental. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Musik passt. Und die Umgebung ist neu. Also zumindest ein neues Design. Ach, guck mal hier, wie die Ladybug-Gang. Euch halten wir schon lange nicht mehr. One-Hit. Du warst nicht One-Hit? Jetzt aber. Verdammt, nein! Ich habe keine Äpfel mitgenommen. Nein! Ich muss nochmal fliehen. Das will ich nicht riskieren, Leute. Es tut mir leid. Ich muss nochmal fliehen. Oh Gott, bin ich dumm. Ah, ich habe vergessen, Äpfel mitzunehmen. Ja, I'm sorry. Nehmen wir am besten gleich vier Stück mit oder so. Unser ganzes Inventar voll machen damit. Ich hab echt vergessen, Äpfel mitzunehmen. So, warte, ich pack mir noch schnell einen Fliehop ein. Wehe, das war mein einziger Fliehop. Dann bin ich sauer. Dann bin ich echt sauer. Weil das war gerade die dümmste Aktion, die ich bisher gemacht habe in Let's Play. Fliehop? Haben wir einen Fliehop? Haben wir einen Fliehop? Wir haben keinen Fliehop. Echt jetzt?
Wir haben echt keinen Flea-Orb. Oh Gott. Ja, pff, ja dann. Hab ich verkackt. Ich nehme jetzt einmal eine Äpfel mit und dann wieder rein. Heißt, wenn wir sterben gehen sollten, dann war's das. Alles weg. Also gebt euch Mühe. Ich wollte gerade in die tiefe Ruine aus dem gehen. Nein, Grubental. Bitte, Grubental. Richtiges. Danke. Das wäre jetzt schlimm gewesen. Aber ich habe keinen Flea-Orb. Oh Gott. Habe ich einen Knuddeluff-Orb eigentlich dabei? Ja, oder? Ich habe einen Knuddeluff-Orb dabei. Interessant. Dum, 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 dum. Hatte zumindest nochmal in dieser Folge was zum Lachen. Hat man ja nicht immer, ne? Hoho. Dum, 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 dum. Wer ist denn da oben? Taubsi! Deren Ernst? Oh Gott. Och nö. Oh hey, da liegt ein Apfel rum, Leute. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Ich habe gar keine Äpfel mehr. Ich müsste die eigentlich mal farmen gehen. Offscreen. Zusammen mit Dinelbeeren. Die müsste ich eigentlich mal farmen gehen. Denn die kriegt man in den ersten paar Dungeons eigentlich ganz oft. Jo, jetzt merke ich erst, wie viele Gegner hier eigentlich sind. Das sind ja scheiße viele. Ich meine, das sind alle Snoop-Gegner, aber trotzdem, es sind sehr viele. Und ich möchte jetzt erstmal alle in den Raum bringen. Alter, was passiert hier? Bam 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 Hilfe. Was machen wir hier bloß? Ich kriege Angst, ich will hier raus, Mami. Ich hab einen Plan. Mir ist was eingefallen. Was ich tun könnte. Wir setzen einen Orb ein. Wir setzen einen Orb ein. Das könnten wir machen, aber... Machen wir noch mal den Schlaforb. Nighty Nighty! Ach warte, nein, die haben alle Bodyguards. Ich dachte, die haben sich ganz normal nur gebufft. Och nö, die haben verloren. Jetzt habe ich alles verkackt. Ich habe keinen Flea-Orb. Dürfte ich bitte angreifen? Ja, ich kann was machen. Okay. Versuchen wir es erneut. Ich würde sagen, Aal-Ausweich-Orb macht am meisten Sinn. Ich setze den ein. Ja, bitte heil dich, ganz ehrlich. Heil dich einfach. Und dann spiele ich mit Pika und greif an. Als ob die immer noch treffen. Was? Vor allem, ich muss jetzt halt beleben. Wenn alle gleichzeitig tot sind, dann war's das. Und ich kann das nicht riskieren. Scheiße. Scheiße, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich muss hier aber hin, weil hier ist die Treppe. Kann ich bitte... Warte, welcher Tag war das, dass alles angreift? Ich guck lieber nochmal nach. Oh Gott, welcher Tag gemacht alle? Gesamter Raum, Ladungsstoß. Alles klar. Ladungsstoß! Killt das jemanden? Ist... Ja, ich darf zweimal angreifen! Als ob das niemanden killt. Erzähl mir nichts.
Doch. Nein, ja doch. Jo. Du willst doch um ein Team. Was? Autoheilkraft? Oh, nice. Erhöht die Heilgeschwindigkeit. Ich hatte gerade echt Angst, weil ich hatte keinen Flea-Op mehr. Ladungsstoß! Es lebt nur noch ein gebufftes Ladybar. Dieses eine Ladybar nur noch. Bam! Das ist down. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte, da sind noch Items. Ich will die Items jetzt nehmen. Was ist das für ein Item? Scope-Linse. Ach, die brauchen wir nicht. Schmeißen wir weg. Die schmeißen wir weg. Das war erst U1, Leute. U1. Oh Gott, das wird ein toller Dungeon. Ich sehe es jetzt schon. Oh Gott. Hast du es aufgenommen? Super. Dum, 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 dum. So, Schweibi ist jetzt tot. Was ist das für ein Item hier? Es ist ein Schlafsamen, schade. Will ich einen Knacklion heilen? Ich will meine Items eigentlich behalten. Ich möchte jetzt eigentlich keine Äpfel geben. Sehr fies, aber egal, komm. Ich hätte auch auf die Map achten sollen. Na, selbst wenn. Ich musste ja hin, deshalb ist es eigentlich egal, wie ich es gemacht hätte. Ich musste in den Raum hin. Da war ja die Treppe, deshalb musste ich dorthin. Ach nee, die brauchen wir gar nicht. Ich denke gar nicht mehr mit. Kann man eigentlich in einem Monsterraum spawnen? Soweit ich weiß, geht das nicht, ne? Wäre aber auch dreist, wenn das gehen würde. Kann man ja nichts für. Ach, Magneton ist weg. Den müsste ich eigentlich auch wieder wiederbeleben. Komm, wiederbeleben wir den mal wieder. Lull. Ich hab doch noch Beleber. Teambeleber-Orbs. Ja, 4 Stück. Na komm. Und wieder. Man soll sie erst einsetzen, wenn alle tot sind. Halt's Maul. Ich mach, wann ich will. Ja komm, euch killen wir noch. Bam, alle down. Bam. Als ob das eine Lady, was überlebt hat. Jetzt nicht mal. Halt immer noch. Ja, jetzt nicht mal. Ach, hier ist die Treppe. Das ist gut, 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 gut. Mit dieser Dungeon-Musik möchte ich mich eigentlich nur entspannen. Nur entspannen, nur entspannen, nur entspannen, nur entspannen. Dum, dum, bam, bam, bam. Mehr wollen wir nicht. Nein, 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 nein. Entspannen, das wollen wir. Dum, 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 dum. Zack. Zack. Gehen wir erstmal nach links und hier ist die Treppe nicht. Gehen wir hier runter. Hier ist die Treppe. Nice. So, jetzt können wir uns aber erstmal ein wenig entspannen von und auch ausruhen von dem einen Monsterraum. Oh Gott, Grubental U1. Ich werde das niemals vergessen. Erstmal keine Äpfel, erstmal meinen einzigen Flea-Op verschwenden. Heißt, falls alles schief gehen sollte, konnte ich mich noch nicht mal retten. Ich meine, ich könnte einen Brief schreiben. Einen Rettungsbrief, aber da muss ich halt schon hoffen, dass irgendwelche Advanced-Player hier sind. Die jetzt schon längst mit der Story durch sind und die Zwischenstories auch schon durch haben, weißt du? Jo, 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 pack Schleimkost weg. Und wo habe ich einen Schleimkost? Weg damit. Ekelhaft. Das sind solche Müll-Items. Die kann man mitnehmen, wenn man sich nicht sicher ist, ob man Äpfel hat. Hi! Aber die bringen halt wirklich nicht viel. Bam. Und down. Ich sag unten. Down, down. Ja, nice. Und nein, gegen die kämpfen jetzt erstmal nicht. Puh.
Ich hoffe, die Quest ist hier noch vorbei, nach diesem Dungeon. Müsste eigentlich. Ich wüsste jetzt nicht, warum sie nicht vorbei sein sollte. Ich habe halt vergessen, dass Latias auch noch dran ist. Ich dachte halt, das wird automatisch kommen nach Latias, aber nee. Aber danach machen wir auf jeden Fall dann den Feuer, ne? Jo, hier gibt's ja richtig geile Items, Mann. Ach, ich habe jetzt ganz viele Samen. Stimmt. Weil ich ja auch noch normale Belebersamen benutzt habe. Ich verstehe die normalen Belebersamen nicht. Wer mag die Dinger? Daraus kommen solche dummen Samen. Was machen Samen? Na, die heilen dich ein klein wenig. Hier. Der Rest, der nach dem Einsatz von Belebersamen und Mini-Belebersamen zurückbleibt. Wird er gegessen, fühlt sich der Magen ein klein bisschen, doch er hat keine weiteren Effekte. Es ist einfach nur Schleimkost ohne Nebenwirkungen. Ding ist nur, es verschwendet einfach Runden und Platz. Aber komm, essen wir es doch mal. Dann kann ich euch zeigen, wie das Verschwendung ist. Ich heil mich nur von zwei. Ich heil mich nur. Zwei Punkte. Das lohnt sich nicht. Dass du dafür eine ganze Runde verschwendest. Das lohnt sich halt wirklich nicht. Das lohnt sich nicht, Leute. Warum gehen wir nach unten? Ach, weil da ein Push war. Alles klar. Ja, da oben könnt ihr Dings nehmen. Ich gehe weiter. Der Push bringt jetzt eh nichts mehr. Oh, Bablu. Hi. Ich werde mit euch. Gleich wird sich die Umgebung und die Musik noch ändern. Oh, Magneton Level 44. By the way, wann ich Magneton entwickeln werde, sobald ich random, ohne dass ich selber gefarmt habe, wieder genug Entwicklungssteine bekommen habe. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich nenne die einfach Entwicklungssteine. Dann wisst ihr alle, was ich meine. Dann werde ich einfach Magneton entwickeln zu Magnezone. Ich kann euch sagen, Magnezone ist besser als Magneton. Ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Ich muss sagen, ich mag zwar Magnetons Aussehen viel mehr, aber im Endeffekt geht es doch eigentlich darum, der Allerbeste zu sein. Wie keiner vor uns war. Bam, bam, bam. Und da bräuchten wir halt die stärksten Pokémon. Und Magnezone ist halt logischerweise besser als Magneton. Also wenn man die Chance dazu hat, sollte man es halt schon entwickeln. Auch wenn das Aussehen nicht so geil nicht mehr ist. Ich meine, es ist nicht kacke, das Aussehen. Es ist halt... In Magnezone sehe ich halt einfach kein Magnetilo mehr. Und in Magneton sehe ich sogar drei Magnetilos, wisst ihr? Oder seht ihr in Magnezone noch Magnetilo? Oh, Level 50! Yo, die Hälfte aller Level! Blütenwirbel! Heiliger Bimbam, das ist richtig stark. Blütenwirbel, Leute! Warten wir mal weg. Was machen wir weg? Soll ich Synthese wegmachen? Und dann kann ich mich nicht mehr heilen. Aber warte, ich habe doch Samenbomben. Mach mal Samenbomben weg, weil ich habe doch Rasierblatt. Auch wenn das mehr Damage macht. Obwohl Blütenwirbel macht den ganzen Raum und Rasierblatt halt... Wir haben halt dafür... Oder warte. Moment, mach Samenbomben weg. Für Blütenwirbel. Oder? Ich bin überlegen. Also Schlammbad mache ich auf jeden Fall nicht weg. Nicht weg, weil das meine einzige Giftattacke ist und ich würde halt schon gerne eine Giftattacke haben. Und Schlammbad ist halt keine schlechte Attacke. Blütenwirbel. Rasierblatt oder Samenbomben? Also Synthese will ich eigentlich behalten. Das ist eigentlich ganz gut. Fügt dem Gegner Schaden zu. Hohe Volltrefferquote. Dafür ist es halt nicht so stark wie das hier. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich mache Samenbomben weg. Oder?
weil Blütenwirbel ist richtig OP. Und es macht den gesamten Raum. Ich mach Samenbomben weg. Wird zwar wehtun, aber egal. Passiert. Das haben wir alle. Eine Attacke, die wir im ganzen Raum benutzen können. Hat zwar 50 Level gebraucht, aber immerhin.